Miteinander stark und trotzdem eigenständig. Das ist das Motto von der Region Leimetal Plus, einem Verbund von 9 Gemeinden aus dem Leimetal. Die 9 Gemeinden haben sich in einer Vereinbarung verpflichtet, kommunale Themen vermehrt regional zusammen anzugehen. Die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten der angeschlossenen Gemeinden treffen sich wegen dem regelmässig, um gemeindeübergreifende Themen zusammen zu koordinieren und um politische Interessen zusammen besser zu vertreten. Wir haben immer wieder komplexere Situationen, die auf Gemeinden zukommen. Aufgaben, die sich stellen, sind immer schwieriger, auch sage jetzt, allein zu beantworten. Kommt dazu, dass wir natürlich eine lebendige Region sind. Der Einwohner, der merkt nicht, wenn er von einer Gemeinde in die andere kommt. Und so ist es eben auch mit den Aufgaben, oder, die eigentlich in einem Raum vielleicht eben auch müssen beantwortet werden. Und das ist natürlich die Motivation gewesen, wo wir gesagt haben, doch, da müssen wir formell zusammenarbeiten. Grundsätzlich treffen sich Gemeindepräsidien aus der Region schon seit Jahrzehnten zu einem Austausch. Früher sind das eher gemütliche Treffen gewesen, wo man dann zusammen ein Nachtessen genossen hat. Und seit etwa 7 Jahren haben wir das angefangen intensivieren. Wir haben uns eine Traktandenliste gegeben, wir haben ein Protokoll verfasst von diesen Sitzungen und haben dann im 2015 gesagt, wir wollen formell einen nächsten Schritt machen und haben vertraglich unsere Zusammenarbeit besiegelt, wobei der Vertrag auf der Gemeinderatsebene unterschrieben worden ist. In den 9 Gemeinden von der Region Leimetal Plus wohnen insgesamt 74'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist ein Viertel von der Gesamtbevölkerung vom ganzen Kanton Basel-Landschaft und mit dem die bevölkerungsreichste Region im ganzen Kanton. Die Nähe zur Stadt, das Naherholungsgebiet und die grosse kulturelle Vielfalt tragen dazu bei, dass die Lebensqualität hier sehr hoch ist. Diesen Standard will man weiter ausbauen. Die Region, die hat sich entwickelt und es sind immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner dazugekommen. Und wenn man die Zukunft anschaut, aufgrund von der Verdichtung, wird sich vor allem das hintere Leimetal entwickeln. Und der Verkehr, ob jetzt ÖV oder Individualverkehr, der wird sich Richtung Basel, Richtung der Hauptverkehr Sachsen bewegen. Und da müssen wir Lösungen suchen. Kontakt ist für uns als Kleinstgemeinde sehr interessant. Wir sind eine sogenannte Empfängergemeinde. Wir können von der Erfahrung profitieren, von den Fachpersonen, die in den Leimetaler Gemeinden tätig sind, auf der Verwaltungsebene hauptsächlich. Und natürlich vom Freundschaft nachbarlichen Austausch. Wo wir die Solidarität gut gespürt haben, war, wo man am Alltag gesagt hat, man will im ÖV Bus streichen. Und dann haben die anderen Gemeinden im Prinzip nicht das gleiche Interesse gehabt wie wir in Biel-Wenchen, weil die sind ja am Bändler schon sehr gut angeschlossen. Aber eben dann solidarisch gesagt, wir wollen, dass der Bus weiterhin so intensiv auf Biel-Wenchen hinterfährt. Da haben wir ganz klar profitiert. Für uns ist ein wichtiges Thema der Verkehr. Das ist schon ein längeres Thema. Und ich denke, da ist es auch ein Thema bei den anderen Gemeinden. Von dem her ist es ein Thema für alle. Also ist es eine relativ einfache Sache. Wir haben in diesem Kanton 86 Gemeinden. Wir sind da unten mit 11 Gemeinden am Arbeiten. Und diese Kräfte zu bündeln, hilft eben auch die Interessen von unserer Bevölkerung, von der politischen Meinung in unseren Gemeinden in Liestal oben stärker und vor allem auch zum Erfolg durchzubringen. Eigentlich hier am Tisch haben wir keine Entscheidungskompetenz. Wir sehen es wirklich so ein bisschen als Überbau, der das ganze Bild im Auge behalten will und dann punktuell eben auch sagen will, so, und jetzt geben wir einen Impuls in das Thema rein und dann dürfen aber gerne auch andere das bearbeiten. Wir wollen eine weitere Zusammenarbeit schaffen, aber wir wollen nicht eine vierte Staatsebene schaffen. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man die Themen dann auch immer wieder zurücknimmt, den einzelnen Gemeinderat. Aber bei uns, wo wir ja noch einen Einwohnerrat haben, ist es auch wichtig, dass man die Themen im Einwohnerrat anspricht, wo ja Vertreter, Volksvertreter ist und in dem Sinn dort dann auch gehört, hey, wir sind nicht alleine auf der Welt. Also neben Allschwil gibt es noch andere Gemeinden. Der Kanton, speziell die Regierung, hat den Versuch unternommen, den Regionen auch ein politisches Gewicht zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass das institutionalisiert wird, die Zusammenarbeit. Ich bin ein grosser Fan von dem. Und ich denke auch, dass wir uns überlegen, wo wir mittel- bis langfristig können auch gewisse Aufgaben aus der einzelnen Gemeinde übergeordnet in eine Region übergeben. Es wird
mittelfristig hoffentlich möglich sein, dass wir es als Einheit, die auch bei der Bevölkerung estimiert und entsprechend unterstützt wird, können zeigen. Und für mich ist ganz wichtig, dass eben jemand, der in Therwil oder jemand, der in Allschwil oder jemand, der in Rotersdorf daheim ist, dass der nicht nur seine Heimgemeinde als daheim bezeichnet, sondern auch die Region. Also in der Zusammenarbeit denke ich mir, das beste Beispiel ist eigentlich der Zivilschutz. Zivilbevölkerungsschutz. Dort haben wir jetzt eine grosse Organisation. Dort arbeiten sogar noch außerkantonale Gemeinden mit. Also Solothurner haben wir auch noch dabei. Wenn man so gross aufgestellt ist, nachher kann man natürlich die Ausbildung viel effizienter machen. Die Mittelbeschaffung wird etwas ganz anderes. Und letztendlich, der Steuerzahler spart natürlich Geld, weil wir eine effiziente Organisation haben. Und etwas ganz Ähnliches kommt jetzt sicher auch beim APG, beim Alters- und Pflegehilfegesetz, wo wir in Versorgungsregionen ist, die organisieren. Also wir müssen euch organisieren, so. Der Kanton gibt das vor. Aber wenn wir richtig gute Resultate liefern, können wir dort natürlich auch noch etwas rausholen. Letztendlich für die, die gepflegt werden, aber auch für die, die es dienen zahlen. Wo wir ganz stolz sind, dass wir ganz einfach können, den Kulturpool übernehmen können, den vorher Gemeinden aus dem Biestal und dem Leimental alimentiert haben. Das ist vor allem um die städtische Kultur gegangen. Und da sind jetzt alle Gemeinden, die bei uns dabei sind, tun sich daran beteiligen und tun gemeinsam Gelder vergeben an kulturelle Institutionen, vor allem Basel-Stadt, aber natürlich auch Institutionen hier im Leimental. Und da können wir letztendlich viel mehr Geld sprechen für die einzelne Organisation, wie wenn das eine einzelne Gemeinde wäre. Und das Highlight sonst ist tatsächlich, dass wir es geschafft haben, dass wir auch die Verwaltungen können ins Boot reinholen können, dass die Verwaltungen parat sind, eben über einen eigenen Garten rauszuschauen, ob man mit den Kollegen von nebenan irgendetwas gemeinsam entwickeln kann und einfach eine Kultur vom sich gegenseitig unterstützen in Sachfragen, haben wir da ganz, ganz viel bewegen und ich denke, das ist ein super Fundament für die nächste Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Das Leimental ist ein gewachsener Lebensraum, wo die Grenzen zwischen den einzelnen Gemeinden verschwimmen. Genau das spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit von der Region Leimental Plus wieder. Miteinander statt gegeneinander und zusammen statt alleine. Das alles, damit das Leimental weiterhin attraktiv bleibt und eine starke politische Stimme hat. Weitere Informationen finden Sie unter regionleimetalplus.ch. Das war es zum Thema Region Leimetal Plus. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.